Und wieder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls IV Oblivion. In dieser Burg dort vor uns, erwartet er uns unser nächstes Ziel. Das nächste Ziel, das wir von der dunklen Bruderschaft aufgetragen bekommen haben. Es ist eine Art Banditenkönig. Und ich bin schon sehr gespannt. Wie wir Spaß mit ihm haben dürfen. Ich nehme da jetzt mal unseren neuen Bogen für. Und, warte, wir haben. Okay, wir haben Elfenpfeile angelegt. Das ist, denke ich, ganz gut. Schattenjagd. Das ist der neue Bogen, den wir bekommen haben. Von der dunklen Bruderschaft. Unser letzter Fang quasi, wenn du so willst. Durch einen Auftrag, den ich persönlich leider eher traurig fand. So. Ich schleiche jetzt hier mal so drumherum, denn ich will erstmal reinschauen können. Ah, hier ist so ein bisschen offenes Feld. Aber ich glaube, es hakt etwas. Ja, ich habe im Hintergrund den Renderer noch an. Aha. Aber falls mir das zu doll hakt, schalte ich den ab. Keine Sorge. Soll ja nicht die ganze Zeit nur rumruckeln. Okay. Schaut euch mal den Boden hier an, ne? Wie komisch das hier aussieht. Es wölbt sich so ganz komisch, egal. Okay. Da oben ist, denke ich mal, nichts, oder? Ah, da könnte was sein, aber ich weiß es nicht. So, da unten. Wir haben hier, glaube ich, sogar schon mal reingeschnuppert, oder? Da ist ein Ausgang. Erzähl mir mal lieber, wo der Eingang ist hier. Ja, klasse. Schau mal auf der anderen Seite. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Ich stehe mal auf. Ah ja. Alte Festung. Alte Holztür zur Festung. So, da gehen wir mal rein. Ich habe gerade gesehen, wir sollten uns vielleicht nochmal kurz heilen. Wenn nicht gerade jemand direkt vor unserer Nase steht. Nee, können wir machen. Dann mache ich das auch. Ich habe mir Zugang sofort verschafft. Ich muss jetzt Rodericks Arznei finden und sie gegen die Flasche mit vergifteter Arznei austauschen. Stimmt, wir sollen ja gar keinen killen hier. Und dieser Seitengang hier, den finde ich jetzt schon interessant. Alter. Hilfe? Der hat uns nicht gesehen. Das ist ja geil, ey. Der läuft direkt vor. Der läuft gegen uns und checkt nicht, dass wir da stehen. Alter, habe ich mich gerade erschrocken vor dem, ja? Das glaubt ihr gar nicht. Ich dachte nur so, nein, nein, du siehst uns nicht, du siehst uns nicht. Ein Glück, ey. Ich glaube, das war auch gerade haarscharf. Ja, das war auch haarscharf. Ich bin im Schlösserknacken echt schlechter geworden, habe ich so das Gefühl. Bin anscheinend immer zu nervös dabei, so. Ja, beeil dich. So. Ich denke mal, hier haben wir vielleicht etwas mehr Glück. Oh nein, da ist schon wieder die nächste Tür. Ich versuche mal so leise wie möglich zu sein. Ich lasse die Waffe auch extra weg. Da es ja nicht unser Ziel ist, jemanden zu erlegen, sondern eigentlich nur diese blöde Arznei da auszutauschen. Eine durchschnittliche Tür. Na, komm. Ah, den hätten wir nehmen können. Der war knapp. Eigentlich wäre hier Lebenssicht richtig gut. Ich glaube, da haben wir aber nicht zwei, oder? Nee. Auch nichts, um uns das jetzt zu brauen. Ah, verdammt, das hätten wir hier echt gebrauchen können. Guck mal, hier ist noch so ein Seitengang. Unmöglich. Gut, das können wir erstmal vergessen. Ich weiß einfach nicht. Hält die Arznei Roderick am Leben oder schiebt sie nur den Tod hinaus? Wie kann jemand mit einem solch hohen Fieber nur so lange überleben? Rodericks Fieber ist unter Kontrolle. Im Gegensatz zu eurer Zunge. Wie könnt ihr so etwas denken, nach allem, was er für uns getan hat? Für euch? Habt ein wenig Vertrauen. Da oben. Glaube? Wollt ihr mir etwas...
nehme mal hier so... Nein, wir sind zu schwer belastet, verdammt, das ist ja doof. Ich nehme mal eine Runde Crankshit. Dann beeilen wir uns mal, da hochzukommen. Ich hoffe mal, wir treffen jetzt nicht noch auf irgendjemanden. Geht's hier denn überhaupt hoch? Oh Mann, ich fühle mich hier so unsicher. Ich würde sagen, wir machen den Auftrag. Aber wir kommen hier später nochmal hin, auf jeden Fall nochmal zurück. Um hier ein wenig den Laden aufzuräumen. Es ist nur die Frage, wo die Arznei steht. Ja, den können wir gebrauchen. Da hinten liegt der. Die Arznei scheint hier irgendwo zu sein. Und zwar relativ nah dran. Ist das dieser Schrank? Rodericks Medizin, jawohl. Okay, warte. Wo ist denn das Zeug? Bin ich blind? Hä? Ah, okay. Hä? Ach so. Die Flasche mit der vergifteten Arznei wurde in den Schrank gestellt und die echte Arznei entfernt. Bei der nächsten Behandlung wird Roderick sterben. Ich muss jetzt zur Zuflucht zurückkehren und mit Ocheva sprechen, um meine Belohnung zu erhalten. Und den Reparatur haben wir nämlich natürlich auch noch mit. Jetzt aber schnell weg hier. Ich hoffe mal, jetzt rennt uns keiner genau in die Arme. Ja, sieht gut aus. Okay. Bloß schnell weg hier. Ich fühle mich so unsicher hier, das glaubt ihr gar nicht. Ich meine, wir können ja hier nicht einfach durchrennen. Oh, scheiße, verdammt, weg hier. Wo soll ich hin, wo soll ich hin? Da hinten. In die Ecke irgendwie. Hopp. Die gehen bestimmt jetzt zu Roderick. Und wollen ihnen die Medizin verabreichen. Schätze ich mal. Da kommen sie lang. Aber sie sehen mich nicht. Okay. Weg hier. Kommen wir da raus. Ich will es irgendwie gar nicht ausprobieren, oder? Doch. Schau mal, ob wir hier vielleicht irgendwie langkommen. Das wäre grandios. Guck mal, da ist eine Tür. Nee, ich glaube, hier geht es nur noch weiter runter. Nee, hier gehe ich nicht lang. Am Ende landen wir keine Ahnung wo. Ich will ja raus hier. Ausnahmsweise. Aber wie gesagt, die kämen wir auf jeden Fall nochmal hin zurück. Denn ich schätze, hier gibt es noch ein paar schöne Sachen zu holen. Da oben liegt der. Wir beeilen uns mal nicht, dass wir irgendwie gesehen werden hier. Ah, da hinten steht der. Ah, die Türen sind offen. Oder diese Tür ist offen. Sollte ich mal einen Blick riskieren? Na, lieber nicht. Können wir alles später machen. Ich hau lieber erstmal ab. So. Okay, hier ist auch gerade keiner. Und raus. Geschafft, meine Lieben. War ja eigentlich schon fast einfacher wie gedacht. Also es klang auf jeden Fall sehr kompliziert, der Auftrag. Aber wir haben den ganz gut gemeistert, denke ich. Dann gehen wir mal erstmal zur Zuflucht. So. Schönes Ding. Wir sind gerade mal gute 8 Minuten dabei und haben den Auftrag schon erledigt. Ich bin mal gespannt, was wir dieses Mal für eine Belohnung bekommen. Ich hoffe, wir können damit was anfangen. Einen schönen Bogen haben wir jetzt schon bekommen. Einweihen durften wir ihn allerdings auch noch nicht. Ja, ich trinke nochmal hier ein. Morgen. Morgen. Das war ja gerade cool, den Spruch hatte ich noch nie. Morgen. So, und hinab in die Tiefen. Wer ist eigentlich die Mutter der Nacht? Manche sagen, sie sei eine alte Frau. Andere glauben, sie sei ein Geist oder ein Phantom. Na, Baby. Wie schön, euch zu sehen. Braucht ihr irgendetwas? Wir können ja mal in den Nebenraum gehen. Ja, liebster Bruder. Kann ich euch irgendwie helfen? Na klar. Nee. Jetzt gerade nicht. Viel Glück, Bruder. Ich hoffe, dass... Jo, Herbert, was geht ab? Ich will sagen, na, ihr wisst schon. Wer ist denn das eigentlich? Tainava? Ich heiße euch in unserer Familie willkommen und an diesem Zufluchtsort. Fühlt euch hier wie zu Hause. Liebevoll umarmt von der Mutter der Nacht. Ja, definitiv. Wandelt alle Zeit in Sittes Schatten, lieber Bruder. Definitiv, so ist Ocheva. Ich kann doch einfach auf die Map gucken, wo sie ist. Sie ist hier. In den Wohngemächern. Oder in den Privatgemächern, besser gesagt. Frag mich zwar, was hier privat sein soll. Ach nee, das ist ja der Trainingsraum. Hä? Ocheva? Ach, hier. Na, bist ja gut dabei. Ah, ihr seid also unbemerkt in die Festung eingedrungen und habt die Medizin durch das Gift ersetzt, das ich euch gab. Ihr seid ein echter Meister der Schatten.
Da gebe ich euch gern diese Belohnung und einen wohlverdienten Bonus. Geht jetzt. Ruht euch nun aus. Ich habe jederzeit einen neuen Auftrag für euch. Unsere Quest wurde aktualisiert. Warte mal. Ich muss einen Auftrag von der Cheva annehmen, ja. Ha, genau. Warte mal, wir haben was bekommen. Des Betrügers Pracht. Festigen Persönlichkeit und Wortgewandtheit. Ist ja auch cool. Aber das ist, ja, das ist ein komplettes Gewand. Das ist doof. Oh. Wo ist unsere Hose? Hallo? Hose? Ach, da. Genau, es war ja die Affenhose. Ups. Nee, jetzt habe ich ihn verklickt. Affenhose wollte ich. Mann. Nein. Den und den. So, jetzt habe ich es wieder. Schön. Fällt gerade auf, dass dieses Schattendingsbums, ne? Schattenjagd, das ist ja normaler, also hier so ein Stahlbogen oder sowas. Stattdessen der Glasbogen, der sieht schon um einiges besser aus, ne? Aber der macht halt vorwiegend physischen Schaden. Autsch! Achso, nee, ich glaube, das waren die Klamotten, die wir angelegt haben. Gut, ich würde sagen, ich spreche hier mal ganz kurz ab und wir machen einfach noch eine Quest hier, wenn wir schon da sind. Seid ihr bereit, euch unter die totgeweihten Hausgäste zu mischen? Der Auftrag wartet auf euch. Mhm. Seid ihr gern auf Festen? Ihr wurdet nämlich zu einem eingeladen. Natürlich sollt ihr alle anderen Gäste umbringen. Seid ihr bereit hinzugehen? Wie Psycho die gerade klingt, ja. Naja, erzähl mal. Hervorragend. Ihr müsst nach Skingrad zu einem Herrenhaus namens Gipfelnebelhof. Dort trefft ihr 5 weitere Gäste, die sterben sollen. Um euren Bonus zu erhalten, müsst ihr unbemerkt einen Gast nach dem anderen umbringen. Wird ein anderer Zeuge eurer Tat, ist euer Bonus verwirkt. Die Gäste glauben, im Haus sei eine Truhe voller Gold versteckt und haben sich im Haus einschließen lassen, bis einer von ihnen sie findet. Sie glauben, der Schlüssel zum Haus sei in der Truhe versteckt und erst, wenn sie ihre Gier befriedigt haben, dürfen sie das Haus verlassen. Die armen Narren! Es gibt natürlich keine Truhe mit Gold. Die Gäste finden auch keinen Schlüssel. Wenn ihr erscheint, schließt man die Türen hinter euch, so wie es jeder erwartet. Sind alle Gäste getötet, dürft ihr das Haus verlassen. Geht nun und sprecht mit dem Portier des Gipfelnebelhofs. Er erklärt euch den Rest. Viel Spaß! Ich glaube, den werden wir haben. Geht nun, geschätztes Familienmitglied, und möge die Mutter der Nacht euch unter ihre kalten, liebevollen Fittiche nehmen. Mhm. Ja, genau. Gut, das ist mal wieder ein Auftrag von etwas anderer Natur. Ich würde sagen, den machen wir in der nächsten Folge dann. Wir haben noch Zeit, keine Sorge. Aber der klingt so, der Auftrag, als ob der relativ viel Zeit beanspruchen wird. Und der möchte ich eigentlich ungern so mittendrin abbrechen. Aber wir können ja schon mal, ich glaube, wir müssen nach Skingrad, ne? Das war ja da, genau. Wir können ja schon mal dahin gehen. Ich will mir das auf jeden Fall schon mal ansehen. Ja, heute ist er kräftig am Laden, weil er im Hintergrund, wie gesagt, noch am Ackern ist. Och Mann, wir brauchen dringend einen Händler. Ich verballer hier unsere schönen Federtränke. Vielleicht können wir hier irgendwo einen Händler auftreiben. Endlich ist der letzte Gast eingetroffen. Ich werde euch sagen, was ich auch allen anderen gesagt habe. Ihr geht rein und ich verriegle die Tür. Ihr kommt erst wieder raus, wenn alles vorüber ist. Jetzt werde ich euch etwas sagen, was ich nicht jedem gesagt habe. Wir haben dieselbe Mutter, ihr und ich. Und sie möchte, dass ihr das hier bekommt. Das ist der Schlüssel zum Haus. Ich schätze, jemand anderes hat euch bereits die übrigen Einzelheiten erklärt. Ihr tötet alle Gäste und verschwindet dann. Verstanden? Nun, dann geht ihr wohl am besten gleich rein. Zeit, sich unter die Leute zu mischen. Okay, gut. Los, macht schon. Mischt euch unter die Leute.
Redet mit diesen netten Leuten und stoßt ihnen dann euer Messer in den Rücken, sobald sie nicht aufpassen. Der ist ja noch mehr Psycho. Oh Mann, jetzt fängt es an zu regnen. Ich wollte eigentlich noch mal einen Laden aufsuchen. Hammer und Zange, das klingt gut. Hier gehen wir mal rein. Denn wir haben ja noch ein paar Rüstungsteile über. Hallo. Nicht so laut, bitte. Ich habe solche Kopfschmerzen. Ich bin Agnete, die Schmiedin. Die Besäuselte nennen sie mich. Ich wünschte, ich wäre tatsächlich besäuselt. Aha, okay. Ansprechen kann man sie darauf nicht, aber sie kann reparieren. Nicht so pfiffig, kaputte Ausrüstung mit sich herumzutragen. Ja, richtig. Reparier mal. So. Sagt, was ihr zu sagen habt. 24 gerade mal und es ist teuer bei ihr. Na egal. Wie nett. Ich habe die besten Waren zu... Boah, Experte. Okay, da gehe ich maximal auf 50, würde ich sagen. So. Mal schauen. Können wir die hier gleich loswerden? Solche Geschäfte mache. Nee, anscheinend nicht. So vielleicht? Ah ja. Die Stiefel kannst du auch noch ein haben. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Der Brustharnisch des Diebjägers. Den können wir eigentlich auch loswerden, denke ich. Die hat da, wie viel Kohle hat die denn, ja? Schönes Ding. Allerdings glaube ich, dass wir da in Dingsbums... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Warte mal. Es war. Wir haben doch hier da noch unseren Spezialhändler. Oder unsere Spezialhändlerin gehabt irgendwo. Bei der wir so schöne Preise hatten. Warte mal. Wo ist der Ausgang? Nein, da ist er nicht. Ach, der war da hinten, glaube ich, ne? Jo. Beziehungsweise können wir nicht auch von hier aus reisen? So, ich glaube nämlich, das war in Bravil, wenn mich nicht alles täuscht. Mal schauen. Dass wir da vielleicht nochmal ein paar Sachen vertickert kriegen. Und wenn ich die ganze Zeit so viel mit uns rumschleppen. Ey, Wache, sag mal, ob ich hier richtig bin. Ja, sieht so aus. Jetzt muss ich nur noch die Bude finden. Ich glaube, das war dort. Des Hexenmeisters Glück. Ich glaube, es wurde auch schon geschrieben, dass wir mal in so einem Laden vorbeischauen sollen. Oder Xyphle hatte mir das gesagt. Ich weiß das gar nicht mehr. Uha, Hilfe. Guten Abend. Das werden wir auf jeden Fall auch noch tun. Aber jetzt will ich erstmal ein paar Sachen loswerden. So. Luciana Galena, genau. Hallo? Ist schon wieder nicht da. Willst du ein paar Ledersandalen haben? Mäck. Müssen wir mal nochmal warten. Ihr könnt während eines Einbruchs nicht warten. Wäh, schon wieder genau das Ding. Ich warte jetzt einfach mal 8 Stunden. Und wehe, sie ist bis dann nicht da. Gut, ja, nachts hoffentlich nicht die ganze Zeit unterwegs sein. Gerade bei dem Wetter, wie man ja hört, ne? Das ist nicht so angenehm. Mal schauen. Ah ja. Guten Morgen. Ist dies ein Spiel oder ernst? Ja. Alles gleichzeitig. Für euch? Selbstverständlich. Schön, 98. Heute gibt es euch. Genau. Oh, die ist ja auch Experte. Aber da können wir bestimmt schon auf 55 gehen. So, schauen wir erstmal bei den Waffen nach. Die Elfenstreitaxt. Das glaube ich nicht. Oh, es hat die Möglichkeit. Die Elfenstreitaxt, habe ich gesagt. Geht doch. Bogen der Betäubung. Ich finde, wir haben jetzt einen besseren Bogen. Also können wir den hier eigentlich auch loswerden. Genau, Schattenjagd. So. Unter Wasser laufen, unter Wasser Atmung. Warte mal. Ach, die hat nur 1000 gehabt. Och, Mann. Das ist ja doof. Wäre der andere Händler schon besser gewesen? Warte mal. Wir haben 50% Schatten. Gehabt. 50%, das heißt, gut, bei den Ketten könnten wir eh nicht viel mehr rausholen. Das heißt, die können wir weghauen. Auch bei Betrügers Pracht könnten wir eh nicht mehr rausholen gerade. Okay, auch gut. Bei dem hier, ja, eigentlich passt das auch. Herz der Grausamkeit. Ah, lass ich nochmal. Messing Topas Ring. Und dieses Ägisgewand können wir auch verkaufen. Bleib, steh auf. Schwing dein Popo in die Höhe. Ist dies ein Spiel oder? Ist alles gleichzeitig. Heute gibt es euch einen fantastischen Kunden. So, die kannst du haben. Die kannst du haben.
Ich fühle, dass man mich ausgenutzt hat. Oh. So, der Basisring des Nihilismus, den würde ich eigentlich noch, ja, den behalten wir mal. Genau, den hier können wir weghauen. Das hier können wir weghauen. Das Herz der Grausamkeit weiß ich ja noch nicht genau. Das hier können wir auch weghauen. Ich fühle. Und das hier auch. So, immer schon mal vieles losgeworden. Das Goomor kannst du eigentlich auch haben, das brauchen wir nicht. War da nicht nochmal irgendwie... Achso, den Ring hatten wir verkauft. Bannung, beseitigen. Ich weiß immer noch nicht, was beseitigen macht. Wenn ihr es wisst, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Magiker entziehen, auch nicht schlecht. Behalten wir mal. Hafenratze, achso, ja. Roderichs Medizin, ja komm, hier. Kannst du haben. Ja, passt. Niemand außer uns. Genau. Schatten mögen euch verbergen. Dann haben wir nochmal einen schönen Handel quasi gemacht. Ja, unmöglich. Dann geh mal ruhig schlafen. Genau, fein. Nehmt es. Für mich ist es sowieso wertlos. Bist. Dümmtidum. Nehmt. Ich hab dümmtidum gesagt. Meine Güte, die merkt ja alles. Da braucht man einen anderen Schlüssel für Mist. Würde mich auch mal interessieren, was da drin ist. So, da ist nichts Brauchbares drin. Na gut, meine Lieben. Wir sind mal wieder am Ende der Zeit angekommen und es regnet. Naja, ich speichere mal eben hier ab. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart, mit am Start wart. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge zurück bei Let's Play The Elder Scrolls IV Oblivion. Und bis dahin sage ich erstmal, see ya!